Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich den Geisterflammendrache, ich glaube so hieß der, umgebracht. Hat mich ein bisschen an den, ach hier ist der, was ist der Zombie-Drache bei Yu-Gi-Oh? Ich weiß es nicht. Wir befinden uns im Schattenreich. Wir haben unser Deck dabei, natürlich ein Drachendeck, wer hätte das gedacht. So, ich habe mir jetzt überlegt, ob wir tatsächlich doch zurückgehen und... Ja, ich weiß auch nicht, und speichern. Oder wir, ich würde sagen, wir gucken einfach mal hier ein bisschen rum. Ich meine, ich habe das jetzt wieder, ich kann mich jetzt hier ein bisschen hochheilen. Falls hier irgendwas Schlimmes passieren sollte. Ich meine, den See haben wir jetzt gesäubert. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier auch irgendwo noch eine Gnade ist. Es ist wirklich sehr dunkel, wenn es dunkel ist. Nee, es geht aber noch. Also ich glaube, wenn du den hier hinten reingewürscht hättest, der wäre überhaupt nicht mehr klargekommen. So. Ich musste gerade an meinen ersten Drachen oder an den riesigen Drachen denken, den man in Limgrave auf dem, der da einfach angeflogen kommt. Der war ja mal, das war eine Odyssee, den umzumachen. So, aber die hier sind natürlich jetzt nicht so schlimm. Hallo. Überraschung. Au. Gibt es hier eigentlich Katakomben? Ich hoffe nicht. Ich hör diesen Klang, wenn man in die Katakomben reingeht, jetzt schon. Und dann denkst du dir so, oh, scheiße. Jetzt verlierst du wieder deine ganzen Runen, wenn du einmal stirbst. Und dann weißt du nicht, wo es langs geht. Oh, das war immer das Schlimmste. Wenn du deine Runen verloren hast und du weißt nicht, welchen Gang du aus Angst auf der Flucht genommen hast. Und dann findest du die Dinger nicht mehr wieder. Sieht schon idyllisch aus, dieser Tümpel, oder? Was ist das? Achso, ein Baum. Okay, guck mal hier mal. Ihr sollt mich nicht immer hauen. Ach, ich habe das umgestellt. Jetzt weiß ich, warum ich nur 2 von denen dabei habe und 12 von den anderen. Ich habe das so, man kann das doch einstellen, gell? Wie viele Tränke man von allem mitnimmt. Deswegen habe ich da nur 2 mitgenommen. Jetzt kommt es gerade wieder. Na, oben los. Wie viele warten da auf mich und wollen mich umbringen? Das ist die Frage. Okay. Das könnten 4 sein, aber ich glaube, es sind 1, 2, 3 müssen es sein. Der hier vorne, der ganz hinten und der daneben. Komm runter da. Ich weiß, dass du keine Figur bist. Komm jetzt. Alter. Beweg dich. Die werden bestimmt erst aktiviert, wenn man... Wie kann ich nochmal... Komm jetzt her, du. Mistvieh. Ich muss mal gerade ganz kurz was einstellen. Wie kann ich eigentlich auch sowas herstellen? Nee, das andere, die waren ja Basiliskengiftpfeile oder so. Knochengiftbolzen. Hier. Wo ist denn hier das Fett? Wie?
Im Inventar 10. Ach so, okay. Ich wollte doch etwas anderes gucken. Wie kann ich das denn einstellen? Hier. Du schleppst ja eigentlich die Bolzen mit mir rum. Okay. Obwohl der hier... Nee, der ist aus Stein. Okay. So, ihr beiden. Kommt mal runter da, bitte. Wir können das auf die... harte oder ganz harte Tour machen. Das hast du aber Glück gehabt, ey. Vielleicht können wir uns ja auch vorbeischleichen. Ich hab das gedacht. Oh, falsche Knopf. Leute, ich habe falsche Knopf gedrückt. Und ich kann mich nicht heilen. Oh, wir müssen weg. Ich kann mich nicht auf die Schnelle heilen. Wo ist jetzt die nächste Gnade? Oh, jetzt sind wir mit. Das will ich aber auch haben. Geht weg. Ich habe jetzt das, was ich wollte. Oh, was ist hier noch etwas? Nein! Ja, jetzt wird es aber gefährlich hier. Ah, da vorne ist das Dorf. Hab! Wir gehen gleich nochmal darin, wenn wir alles wieder aufgefüllt haben. Hehe. Äti Bumbäti. Der Segen der großen Rune war ganz am Anfang aktiv, deswegen hat das so gedingst. Alles so geleuchtet. Es war alles gebufft. Hä? Ach, da ist er. So. Verlassenes leidendes Dorf. Wieso gut? Wieso kann ich hier Tränchen rufen? Nee, hier schon wieder nicht mehr. Okay. Handbuch 10 des großen Herrschers. Oh, Verzeihung. Na gut, eh keiner mehr da. Da vorne liegt da was oder liegt da nichts?
Da. Komm her. Jetzt sind die anderen. Hier wächst aber viel bei denen. Ist jetzt gleich wieder so weit, dass man nichts sieht. Hi. Musste sein. Hier waren wir, oder? Ja. Gut. Ganz kurz gucken. Mal hier rumkräuchen. Hier kommen wir leider nicht rund. Oder doch? Also hier ist zu. Da gibt es nur einen Weg, der ist vorne rum. Hier haben wir auch eine Schlucht. Man könnte hier runtergehen, dann könnte man da hingehen. Aber wir haben ja hier noch gar nicht alles. Was ist hier? Hier ist auch was Interessantes. Sollen wir mal hier hingehen? Das erinnert mich ein bisschen an die Vorhelmsklamm. An diese kleine Dings, wo der andere... War das Theoden? Nee. Ich weiß nicht mehr. Wo er noch vom Bösen besessen war. Gut, wir gehen mal über den Tümpel, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal auf die andere Seite. Hier wächst auch viel. Ja, da war doch noch irgendwas zum Einsammeln. Ich erinnere mich gerade. Da lag noch irgendwas, was ich nicht eingesammelt habe in der ganzen Hektik hier. Meine ich nicht. Aber das nehmen wir natürlich auch mit. Hier war irgendwo noch ein Pünktchen. Und das war es eigentlich nicht, glaube ich. Was ist das? Oh, hier ist voll wenig Platz. Das kam mir voll riesig vor, als wir hier gekämpft haben. Ach, hier, guck mal da. Die kennen wir doch noch. Soll ja niemand zurückbleiben hier. Nee, dann habe ich mich scheinbar verguckt. Oder ich habe schon eingesammelt. Eins von beiden wird sein. Einmal hier sind wir noch ein bisschen... Kräutersammlung, Taujuwel. Ja, das ist das. Ich gehe mal zurück.
Und vergessen. Ach nee, Radarfrucht. Vorne geistert der andere rum. Dann müsste hier oben irgendwo die anderen sein. Da ist alles hell erleuchtet jetzt. Ich habe mein Krempelauge noch nicht wieder zurückerlangt. Muss man da rein? Ich weiß es nicht. Über irgendwelche Skulpturen. Ich hätte mich vielleicht mal an die Gnade hocken sollen. Wenn ich jetzt sterbe, dann... Ach, die beiden. Gar nicht. So, jetzt aber. Dreier Schmiedestein, das ist schon komisch irgendwie. Ja. Oh, bald haben wir Level. Euch Kleinis werde ich jetzt mal nicht angreifen. Also immer noch nicht, ich weiß auch nicht. Die scheinen nett zu sein. Das Vieh da vorne natürlich nicht, dass da brennt. Au. Alter. Hör auf, mich zu hacken. Habe ich meinen Krempel verloren. Na super. Sightseeing-Tour beendet. Wer hätte das gedacht? Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Krempel. Wir kommen. Ich komme gar nicht zurück. Hm.
bin ich gestorben. Ach hier. Au. Wie ist das, hä? $215.000. So. Gehen wir mal zum Anfang und gönnen uns einen Devil. Gehen wir mal zurück und gönnen uns keinen Devil. Hä? Was ist denn das da unten? Warum ist das gelb? Wir gönnen uns keinen Devil? Wer hätte das gedacht? $253.000. Okay, guck mal halt hier weiter. Ist ja gar kein Problem. Hier mal den Duco ermordet, gell? Was voll gemein wäre, wenn... Was? Bitte? Was denn? Wieso schreit denn hier immer einfach irgendwas? Ich verstehe das nicht mit dem Schreien. Wenn die ganzen Grabsteine, die hier sind, keine Trugbilder wären, sondern richtige Grabsteine. Du wirst ständig hängen bleiben. Ach, hier ist noch so ein Ding. Ach nee, doch nicht. Hä? Das ist eine Kirche. Da brennt. Hier war ein Überfall. Pfeil. Was ist hier passiert?
finde, wir sollten uns erstmal hier im Busch hocken. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.